Hasst Gott Schwule? Wer religiösen Extremisten zuhört, könnte den Eindruck bekommen. Doch wie stehen die Weltreligionen wirklich dazu? Und warum? Die strenge Einteilung zwischen homo- und heterosexuell ist eine moderne westliche Erfindung. Der Begriff homosexuell taucht zum ersten Mal 1869 auf, 1700 Jahre nach der Bibel und 1200 Jahre nach dem Koran. Aufgrund von Tora, Bibel und Koran verboten Religionsgelehrte nicht Homosexualität allgemein, sondern ausdrücklich den Analverkehr zwischen Männern. Weibliche Homosexualität spielte kaum eine Rolle. Andere Formen der Intimität zwischen Männern waren sogar Teil der Hochkultur. Im christlichen Mittelalter glaubten viele, dass König David eine homoerotische Beziehung zu Jonathan hatte. Die arabische und persische Dichtkunst beschreibt ausführlich Liebe zwischen Männern. O Jüngling, willst du mein Herz erfreuen, so gib mir Wein und darfst den Kuss nicht scheuen. Doch warum das Verbot von Analverkehr zwischen Männern? Weil es die patriarchale Ordnung durcheinander brachte. Für junge Männer war es kein Problem, der passive Partner zu sein. Ist der Bart voll ausgewachsen, gilt der Träger aber als Mann. Ließe er sich penetrieren, wäre sein Machtanspruch gefährdet. Diese Idee gab es schon im antiken Griechenland. Ein echter Kerl nimmt die Rolle der Frau ein? Für patriarchale Hierarchien ein Unding. Und was ist mit den anderen Religionen? In der hinduistischen Mythologie findet man oft Homosexualität und fließende Geschlechterrollen. In Gestalt von Ardhanarishvara sind die Götter Shiva und Parvati als Mann und Frau vereint. Im frühen Buddhismus gab es keine Regeln gegen homosexuelle Handlungen an sich. Spätere Gelehrte betrachteten allerdings alle Geschlechtsakte als verwerflich, die über Vaginalverkehr hinausgingen. Das sagt übrigens auch der aktuelle Dalai Lama. Die Ehe für alle findet er trotzdem okay. Warum aber lehnen dann heute so viele nicht-westliche Gesellschaften Homosexualität ab? Wir erinnern uns, das Konzept der Homosexualität ist eine westliche Erfindung. Im 19. Jahrhundert wurde sie zunehmend als krankhaft angesehen. Diese Vorstellung verbreiteten die Kolonialherren weltweit. In den einstigen Kolonien griffen religiöse Reformbewegungen diese Vorstellung auf. Bis heute verbreiten sie das Bild, dass der ursprüngliche Islam oder Hinduismus Homosexualität nicht kennen würde. In den letzten Jahren erkämpften sich Homosexuelle im Westen immer mehr Rechte. Damit wurden Schwule und Lesben für viele Extremisten zum Symbol westlicher Dekadenz und Verderbtheit. Machthaber können sich also als Verteidiger der traditionellen Moral inszenieren, wenn sie Homosexuelle dämonisieren. Ein großer Teil der weltweiten Homophobie entstand also als Gegenreaktion zur westlich geprägten Globalisierung.